ist Senior Diddy. Dafür will ich mal wieder ein bisschen Musik üben. Speziell eigentlich dieses Effektgerät, dieses Gitarreneffektgerät checken, wie das funktioniert. Weil es gibt keine deutsche Beschreibung, keine englische, so, die kann man nicht auftun irgendwie. Ist schon ein älteres Gerät. Ich denke mal so Anfang 2000 so. Das ist schon gut 20 Jahre alt jetzt. Das habe ich jetzt schon in mehreren Sendungen vorgestellt und habe immer mehr rausbekommen, wie es funktioniert. Jetzt habe ich noch was rausgefunden. Dann haben wir ja diese Knöpfe hier, NG und EQ. Was heißt das denn? Das sind doch Knöpfe zwischen diesen Drehknöpfen hier noch. Einmal hier NG und einmal EQ. Und dann haben wir hier einmal Control. Im Grunde was mit diesem Schalter auch zu tun. Entweder kann man das manuell hier so stellen. NG heißt Noise Gate, Rauschbrücke, kann man das Rauschen wegfiltern oder zumachen. Hier, wenn man das anmacht, Noise Gate, dann macht sich hier das NG auf. Dann hat man hier Threshold, also Level, Release und das hat keine Funktion. Ne, dann. Also beziehungsweise das macht die Polarität dann, ne? Minus oder Plus. Da kann man dann einstellen auf Attacke oder Attack, ne? Da kann man die Schnelligkeit einstellen so. Von diesem Effekt. Release bis 63 und Threshold bis 63. Also volles Rohr auf oder am besten immer dann mittig stellen. Ja? So. Da kann man das immer wieder steuern. Und zu jedem Effekt oder sonst irgendwas verändert sich das hier. Das steht aber dann hier. So, dann machen wir jetzt ein neues Gate mal aus. Und machen mal jetzt EQ an. Was heißt EQ? Equalizer. Equalizer ist, kann man den Sound verändern. An Höhen, an Tiefen, an Bässen und sowas alles. Da kann man jetzt Folgendes machen. Das ist EQ. Da steht dann auch immer hier, wenn man hier drückt. EQ, und dann sieht man ja die drei Lampen die wieder an, dann dreht man an den ersten, sagen wir mal den ersten Knopf jetzt, da steht, wenn man da dann dreht, Bass. Damit kann man jetzt den Bass einstellen, höher oder tiefer. Ja? Da habe ich in der Mitte ist Nullstellung, ja? Also EQ ist jetzt aktiv. Mal den Bass mal, Bass weg. Was ist dazu? Hört man, ne? Also wieder laut und leise. Das ist im Grunde ein sogenannter Klangregler, eine Klangregelung. Die man auch bei jedem Radio oder bei über Verstärker und sowas. Ne? Wenn man EQ anmacht, kann man das einstellen. Lautstärke, also Bass. Was hier wäre das nächste jetzt hier? Metal, also die Mitteltöne in den mittleren Höhen. Ganz hell machen und dunkel, ne? Ganz wichtig, EQ und NG. Ist schon wieder rausgefunden. Und wenn man hier Control drückt, wir gucken jetzt mal beim dritten Namen, was hat er jetzt hier? Das ist ein Treble. Bis 31, man geht auf 0. Treble ist natürlich nach vorne. Damit kann man eine Klangregelung machen, wenn man EQ anmacht. Ausmachen. Wenn man den anmacht, NG, dieser Knopf, ne? Dann kann man, ist ein Noise Gate, sagt man, eine Rauschbrücke, die kann man einstellen, ob der leiser ist oder lauter ist. Ne? Macht man hier mal so Threshold, die kann man Release einstellen und dann kann man die Attack einstellen, ne? Wenn man drückt, dann sieht man das hier, ist dieses Lämpchen. Und dann guckt man nur die Reihe runter, wo das Lämpchen leuchtet. Dann sieht man, was man da einstellen kann. Die Einstellungen verändern sich. Das heißt also, der Kontrollschalter und EQ und NG, das gehört zusammen irgendwie. Den kann man separat schalten oder aber auch zusammen oder einzeln NG oder EQ dazu. Machen wir das wieder aus, ist NG aus und EQ auch. Na, da kann man also schalten und warten, wie man will. Und man kann das dann hier immer wieder gut einstellen.
Obercool. Laut und leise, Bässe, Höhen, sowas kann man einstellen. Jetzt habe ich noch Folgendes entdeckt bei mir. Eins muss ich noch erzählen. Dieses Pedal, das ist ein sogenanntes Expressionspedal. Und da gibt es jetzt 11, ja, sagen wir mal, Voreinstellungen an Effekte so, vom Wuffer und sowas. Die kann man hier anschalten, also nur, immer nur einen einstellen. Hier ist ein Trittschalter, drückt man runter, dann schaltet sich das dazu. Oder man kann es wegschalten. Dann macht man Sound irgendwie, irgendwo auf der Bühne oder Gruppe. Dann will man das dazu schalten, dann macht man diese Einstellung dazu, kann man schnell zuschalten. Deswegen Expressionspedal. Ne? Kann man schnell dazu schalten oder wegschalten. Und wenn das nicht aktiv ist, dann kann man das als Lautstärkeregler nehmen. Da kann man schwellen. Das heißt also leise, laut. Oder andersrum, ne? Leise, laut. Expression. Also 11 verschiedene Effekte kann man da zuschalten und wegschalten. Da wissen wir auch schon. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht so richtig weiß, ist dieses hier. User Mode Hole Tuner. Da steht dann hier. Aber das sagt aber nicht, was er da macht, ne? Das muss ich noch rauskriegen hier. Aber ich denke mal, das hat damit zu tun, dass man sich selber Bänke erstellen kann. Ne? Und dann hier speichern kann. Und dann den Tuner halten. Aber ich denke mal, dass es damit zu tun hat. Aber das meiste habe ich jetzt rausgefunden. Und ich werde mal gucken. Dann werde ich noch einmal dann ins Internet stellen. Dass man die ganze Maschine mal auf einmal sieht. Ne? Dann werde ich ein Bild machen von dem. Und dann schreibe, wofür das ist. Knöpfe hier. Also eine gute Beschreibung. So, ohne viel zu labern, jetzt müssen wir mal ein bisschen mehr Musik machen. Ne? So. Sieht man hier, also ist im Grunde ja gar kein Knopf an. Ne? Jetzt wollen wir mal gucken. Im Grunde könnten wir ja weitermachen. Wir waren ja bei Kanal 20, beziehungsweise Speicherbank 20. Ich habe hier mehrere Sendungen gemacht und habe ich ja gedrückt. Gehen wir mal direkt nach Speicherbank 20. Dann haben wir da, das blinkt jetzt, könnte man nämlich dazu schalten. Ne? Expressionstheorie machen wir jetzt nicht. Machen wir da aus. Den Schalter. Wir werden jetzt mal mit einem Effekt mal arbeiten. Und zwar machen wir jetzt mal einen Prozessor. Jetzt mache ich nur einen Effekt an. Dann gehen hier die Lichter an. Das heißt also Comp war. Diese Reihenfolge, wenn ich hier durchschalte, hat man Deep Compress. Man kann das dann hier wieder variieren. Ne? Also die ganzen Effekte, jeder Effekt, den kann man dann hier variieren. Nur ein Effekt, ne? Es ist noch keine Speicherbank. Dann machen wir das Rohr auf, was dann passiert? Ja, voll an. Nächsten. Limiter. Weitergehen, Auto-Touch-War.
Ja, man sieht also, man kann auch einzelne Dinge anschalten und auch nur einzelne Effekte machen. Machen wir einen Stomp mal an, nur den Stomp. Und kann an dieser Reihe jetzt durchgehen. Ne? Machen wir mal Stomp, ein Muffputz. Mittig alles, das alles mal steuert. Ne? Den machen wir jetzt mal mittig. Das ist der 3-4 dazu. Das hier ist der Töne. Und das wäre jetzt ein Level. Ne? Mach ich mal so ein bisschen mehr mittig. Dann ist das. Mal den Delay an, ja, dass man das mal sieht. Jetzt haben wir Echo, ne? Aber bei den Drehen sagt man, man kann 11 Effekte zusammenspielen. Also das hört sich dann matschig an, ne? Das ist jetzt ein einziges Effekt. Ein Delay. Ja? Wenn man den jetzt ausmacht, kann man ja verstellen. Ein Delay kann man ja verstellen. Machen wir das andere Echo nochmal ein bisschen langsamer, aber schneller. Wie lange ist der? Ja, ist langsam. Wir machen mal noch langsamer.
schneller, noch schneller. Machen wir den mal langsamer jetzt. Mechanische Hallspiralen, ja, aber das wird ja elektrisch gemacht jetzt hier. Reverb ist ja im Grunde Hall. Ganz ein trockener Raum. Immer tiefer, oder? Noch weiter. Hört man natürlich. Das ist Reverb. Das ist also ein Hall. Aber ich denke mal, dass das dann auch reicht, ne? Oder dieses Gerät. Ich werde dazu jetzt noch diese Sendung und noch eine Folgesendung machen. Einfach mal hier so noch ein bisschen durchtasten. Und dann werde ich das hier mit den Beschreibungen sein lassen. Aber ich werde die Zusammenstellung, alles was ich jetzt in Deutsch zusammengefasst habe, was ich herausgefunden habe, was ich im Internet gelesen habe, das werde ich schriftlich dabei setzen. Ne? Dann kann man das nochmal nachhalten. Die Beschreibung in Deutsch. Ne? Ein Versuch, dieses Gerät in Deutsch zu beschreiben. Okay, ciao, ciao.